Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich nehme euch wieder so ein bisschen über die nächsten 2 Tage mit. Es ist gerade 4:30, ich komme von meinem Freund zurück und ich muss jetzt noch ein paar Sachen machen. Die letzte Klausur steht auch an und dann bin ich endlich fertig mit meinen ganzen Klausuren. Heute ist der Plan auch, mein Zimmer ein bisschen umzugestalten, also nicht wirklich, eigentlich nur das Bett. Ich tausche mich das Bett mit meiner Mom, weil meins passt irgendwie besser in ihr Zimmer und ihres passt besser in mein Zimmer, finde ich zumindest. Auf jeden Fall finde ich ihr schöner und ich will das haben. Hier ist jetzt mein neues Bett, beziehungsweise einfach das Bett, was ich mit meiner Mama ja getauscht habe. Nur, ich finde, das passt von den Farben her irgendwie besser in mein Zimmer. Ich mag das auch irgendwie mehr und es ist bequemer. Also ich kann darauf besser schlafen auf jeden Fall. Das Blöde ist nur, mein Nachtkästchen passt da jetzt nicht mehr hin. Jetzt muss ich mir irgendwas anderes noch überlegen, aber das kriege ich schon hin. Und da ist die Lichterkette ein bisschen abgefallen, muss ich alles noch ein bisschen hier ordentlich machen. Und ich warte jetzt noch auf das Bettlaken und meine Bettwäsche, weil die ist ja gerade in der Wäsche. Und dann kann ich das fertig machen. Fertig mit meinem Zimmer jetzt, das Bett von meiner Mama, also von meinem Bett ist bei meiner Mama jetzt schon aufgebaut, genau. Jetzt komme ich hier schon durcheinander, aber ich habe jetzt hier das neue Bett, ist jetzt fertig bezogen und ich fühle mich sehr, sehr wohl mit dem Bett. Ich mochte mein altes Bett zwar auch, aber ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, es passt irgendwie besser zu mir. Es ist gerade so, entspricht meiner Laune. Und es ist irgendwie ein bisschen niedriger, also ja, finde ich nicht schlecht. Kurze Unterbrechung, kurze Werbepause. Dieses Video wird nämlich unterstützt von Blinkist. Blinkist ist nämlich eine super coole App, die hilft mir total im Alltag jetzt. Ihr kennt mich ja, ich lese nicht gerne. Aber ich würde gerne Bücher lesen, ich würde mich gerne weiterbilden. Und dazu gibt es die App Blinkist. Ihr könnt euch einfach das Wichtigste von Büchern anhören, ihr könnt euch Podcasts anhören, so ungefähr 15 Minuten lang. Ich habe echt wenig Zeit zu lesen und deswegen höre ich mir das gerne als Hörbuch bzw. als Podcast an. Falls ihr ein bisschen in eure Bildung investieren wollt und ihr euch ein bisschen weiterbilden wollt in manchen Themenbereichen, kann ich euch die App wirklich nur empfehlen. Ich werde das jetzt jeden Abend machen, also das gehört jetzt schon zu meiner Abendroutine seit einer Woche ungefähr dazu. Ich mache das immer so ganz gerne vorm Einschlafen, dass ich mir einfach so ein paar Sachen anhöre. Ein Podcast, den ich mir gerade anhöre, ist der von Bewegt und das heißt 10 gute Eigenschaften für jeden Tag. Ich finde so Selbstentwicklung oder sowas finde ich total wichtig. Darauf wird mein Fokus jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall liegen. Was ich auch total super finde, ist die Kategorie Gesundheit und Ernährung. Dafür interessiere ich mich ja auch. Ich will ja auch später in die Richtung was studieren, vielleicht, noch nicht ganz sicher, aber es interessiert mich auf jeden Fall sehr. Da werde ich mich jetzt auch schon mal ein bisschen so weiterbilden, wie so eine kleine Fortbildung, würde ich mal sagen. Zusammengefasst eigentlich, Blinkist bringt in 15 Minuten das rüber, was in einem Sachbuch das Wichtigste ist. Es gibt über 3000 Sachbücher auf der App, wo das zusammengefasst ist in 15 Minuten. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch natürlich. Ihr könnt es theoretisch auch auf Englisch anhören, wenn ihr euch auch noch in der Sprache ein bisschen weiterbilden wollt. Alles dazu, mein 25% Rabattcode ist nochmal in der Infobox, der Link zu Blinkist natürlich auch. Ich bin soweit jetzt fertig und ich gehe jetzt auch gleich ins Bett. Ich habe nämlich morgen Schule. Ich habe jetzt die ganze Zeit noch für meine Physikklausur gelernt. Yay. Und ich hoffe, die wird auf jeden Fall gut. Aber ich habe ja morgen eh noch den ganzen Tag Zeit. Also ich komme erst 4 wahrscheinlich von der Schule heim oder 3 sowas. Und dann werde ich die ganze Zeit wahrscheinlich lernen fast. Ich bin jetzt fertig für die Schule und ja, ich habe heute 8 Stunden, deswegen ein chilliges Outfit. Ich habe sogar eine Jeans an, okay? Ich habe nicht mal eine Jogginghose an. Aber ich war so knapp davor. Ich bin zurück von der Schule. Wir waren auch kurz noch einkaufen, aber wir haben nur so ein paar Sachen gekauft. Ich stelle euch mal ganz kurz hier hin. Ich habe einmal neuen Kaugummi gekauft. Mein Kaugummi ist schon wieder leer. Ich brauche so viel Kaugummi in der Schule. Ich esse nämlich nur Kaugummi in der Schule, glaube ich. Habe ich einmal meine Lieblings-Pringles gekauft, weil die waren im Angebot. Die haben nur 1,39 € oder so gekostet. Voll cool. Und nach Ewigkeiten mal wieder Milchschnitte. Ich brauche das einfach jetzt gerade. Heute ist der letzte Tag, wo ich lernen muss. Und ich esse gerade noch ein paar Trauben.
Aber ich werde mir jetzt auch erstmal was Bequemes anziehen. Also der Pulli, der passt auf jeden Fall schon. Aber ich werde mir auf jeden Fall eine Jogginghose noch anziehen. Und dann werde ich alles zum Lernen herrichten. Und dann muss ich auch schon anfangen. Heute in der Schule habe ich auch schon ein bisschen was gelernt. Weil ich hatte nämlich die ersten 2 Stunden frei. Beziehungsweise die erste, weil in der 2. Stunde ist immer Testen, ja. Und da habe ich mir schon ein bisschen meinen Lernzettel fertig geschrieben. Jetzt muss ich nur noch Übungen machen. Das Ganze vielleicht verinnerlichen so. Gerade noch ein Werbevideo gedreht, das musste ich nämlich heute noch fertig machen. Das hat aber Gott sei Dank nicht so lange gedauert, das ist jetzt 16.13 Uhr und jetzt fange ich an mit Lernen. Ich muss auch noch ein bisschen Hausaufgaben machen, eigentlich muss ich auch noch ein Deutschbuch lesen. Es ist so ein Fail. Anscheinend sollten wir das Deutschbuch schon seit Mitte April bestellt haben und bis jetzt gelesen haben, bis letzte Woche oder so. Und als er das gesagt hat, ich wusste nicht mal, dass wir es bestellen sollten. Ich wusste nicht, dass wir es lesen schon sollten. Ey, und jetzt muss ich das ganze Buch noch lesen, Mann. Also ich hab's noch nicht mal. Ich hab's jetzt auf meinem iPad als E-Book irgendwie so runtergeladen. Ich habe hier jetzt schon ein paar Übungen gemacht und ich werde mir jetzt aber erstmal schnell ein bisschen was zum Essen machen. Beziehungsweise ich werde den Sushi-Reis erstmal kochen. Und ja, ich mache schon wieder Sushi. Ich glaube, ich mache in jedem Vlog Sushi, aber ich liebe Sushi. Es schmeckt einfach so gut. Und vor allem beim Lernen, ich brauche das einfach. Das ist dann so der einzige Lichtblick an meinem Tag und da freue ich mich dann immer richtig drauf. Ein kurzes Update. Es ist mittlerweile schon 20:11 Uhr. Okay, man kann es gerade echt schlecht erkennen, aber egal. Ich saß bis jetzt noch am Lernen und ich habe übrigens noch kein Sushi gemacht, weil ich nicht wusste, dass meine Mama schon was für mich gekocht hat und dann habe ich das gegessen und ich werde jetzt aber noch ein kurzes Workout machen, so ein bisschen zur Ablenkung und dann werde ich noch weiter lernen und ich muss auch noch 1 oder 2 Hausaufgaben machen, glaube ich. Aber ich bin sehr, sehr gut in meinem Plan. Ich habe schon fast alle Übungen, die ich machen wollte, fertig. Mir fehlen nur noch 2 und dann einfach nur nochmal wiederholen alles und Lernvideos anschauen und so alles richtig reinballern. Hi, ich melde mich jetzt auch mal wieder. Es ist jetzt schon 17 Uhr, nächster Tag. Ich habe mich frühest nicht gemeldet, ich habe noch die ganze Zeit gelernt. Und ich bin komplett fertig, also ich bin jetzt von der Schule zurück. Ich hatte ja 9 Stunden durchgängig Schule. Meine Klausur lief übrigens sehr gut, wollte ich sagen. Also auf jeden Fall gut, mir ging es sehr gut. Ich konnte alles beantworten, so. Ja, hat gepasst. Ich bin heute irgendwie voll fertig irgendwie. Es hat mich voll, Schule voll gestresst. Versuche heute auch mal früher ins Bett zu gehen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Ich gehe zurzeit wirklich viel zu spät ins Bett, für das, dass ich so früh aufstehen muss. Aber jetzt habe ich keine Klausur mehr vor mir. Meine Lehrerin will jetzt noch eine Mathe-Ex schreiben, diese Woche wahrscheinlich. Und mein Referat wurde auf morgen verschoben oder auf Freitag, das weiß ich noch nicht genau. Aber dann bin ich fertig, dann habe ich erstmal Ferien und ich bin so erleichtert, dass ich das jetzt alles so hinter mir habe, erstmal für dieses Jahr. Nächstes Jahr wird es dann noch ein bisschen anstrengender mit Klausurenphase und Abi und alles, aber das kriege ich schon hin. Schon 11:30 Uhr. Ich habe die ganze Zeit mit meinem Freund telefoniert. Das ist irgendwie ein bisschen ausgeratet. Das waren dann irgendwie 2 Stunden oder so. Ich werde diesen Vlog an dieser Stelle beenden. Ich mache mich jetzt noch schnell im Bett fertig. Dann gehe ich auch schon schlafen. Also es ist jetzt halt schon relativ spät. Ich wollte halt eigentlich früher ins Bett gehen. Ne? Aha, seht ihr, wie es klappt. Ich hoffe auf jeden Fall, die nächsten Tage kann ich wieder so ein bisschen runterkommen und einfach so ein bisschen wieder dann die Ferien genießen, wenn in 3 Tagen dann Ferien sind. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt dann auch Ferien habt oder nicht. Und ich werde versuchen, jetzt ab nächsten Video wahrscheinlich wieder jemanden zu grüßen. Wenn ich es nicht vergesse, ich habe das ja mal eine Zeit lang gemacht und dann habe ich so ewig vergessen, blame on me.
Ich bin wirklich ein sehr vergesslicher Mensch. Auf jeden Fall jetzt, wo ich wieder mehr Zeit für YouTube habe und für TikTok und sowas, ich hoffe, ich werde wieder ein bisschen aktiver, wenn ich nicht allzu viel, also wenn ich was mit meinem Freund mache, dann habe ich halt weniger Zeit. Aber ich weiß halt noch nicht genau, wann er Zeit hat. Und deswegen werde ich euch auf Insta natürlich immer wieder ankündigen. Vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, auch auf YouTube für die, die kein Insta haben. Aber auf jeden Fall auf Insta sage ich halt immer, wenn ein neues YouTube-Video online kommt. Deswegen, wenn ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr mir gerne folgen. Ich würde mich sehr freuen, wir haben fast 30.000 Abonnenten. Genauso wie auf YouTube haben wir auch bald 30.000. Ich freue mich so sehr. Und zurzeit ist es halt ein bisschen schwer zu vloggen. Das habe ich halt schon oft gesagt, weil ich halt so lange in der Schule bin jeden Tag. Und danach mache ich dann oft nicht mehr ganz so viel, weil ich halt extremst müde bin. Dann liege ich erstmal 10 Stunden immer im Bett rum. Aber ich versuche mich dann immer ein bisschen aufzuraffen, ein bisschen was zu machen noch. Aber was mit diesem Corona, ich weiß nicht, man hat halt so gar keine Abwechslung irgendwie. Ich habe immer einen Tagesablauf, der ist immer derselbe gefühlt. Ach, selten was anderes als Schule und Sport und Lernen. Deswegen hoffe ich, es langweilt euch nicht so sehr. Aber ihr habt ja geschrieben, ihr wollt mehr Vlogs haben. Und ich erzähle ja auch immer so ein bisschen so über mein Leben gerade und sowas. Und ich glaube, das passt schon so. Es werden jetzt demnächst auch wieder andere YouTube-Videos kommen, weil ich mehr Zeit habe. Aber Vlogs waren jetzt halt in dieser Klausurenphase das Einfachste für mich.